auch unsere Kollegin Michelle Teuke ist mitten drinnen im Laternenmeer, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wie läuft es denn vor Ort? Was passiert dann da alles? Ja, Tracy, du hast es gesagt, hier ist wirklich ein Laternenmeer. Hier sind fast 1000 Kinder aus der Grundschule und aus dem Kindergarten mit dabei, plus Eltern. Also hier ist jede Menge los. Ich habe sogar auch eine ganz schicke Laterne bekommen. Und die Vorfreude bei den Kindern, die war riesig. Für viele ist es jetzt der erste Laternenumzug. Und die Eltern haben mir verraten, für viele war es wirklich so ein bisschen wie das Warten auf Weihnachten schon beim Basteln im Kindergarten oder in der Grundschule. Also die Kinder haben hier alle ihre Laternen selbst gebastelt. Ging es natürlich schon los. Mama, wann darf ich sie endlich ausführen? Und heute ist es soweit. Aber nicht nur bei den Kindern war die Vorfreude ganz groß, sondern auch bei dem Bürgermeister aus Heddesheim, nämlich bei Achim Weitz. Und jetzt muss ich mal gucken bei der Menge, wo er ist. Hier ist er. Hallo Herr Weitz. Abend. Wie groß war denn die Vorfreude bei Ihnen, dass heute endlich wieder der Martinsumzug stattfinden kann? Und was bedeutet dieser Umzug auch für Heddesheim? Ja, die Vorfreude war natürlich riesig groß. Nach 2 Jahren Corona-Pause sind wir alle sehr, sehr glücklich. Die Kinder haben sich sehr gefreut, die Erwachsenen freuen sich. Und wenn man hier in die strahlenden Kinderaugen blickt, dann leuchten auch die Augen des Bürgermeisters. Das Besondere an unserem Umzug ist in diesem Jahr, dass wir die Strecke etwas verkürzt haben, damit auch die Kleinsten durchhalten können, damit es für die nicht zu weit wird. Nachher gibt es dann wieder ein Martinsmännchen für alle, ein leckeres Backwerk als Belohnung für alle, die beim Umzug durchgehalten haben. Das hört sich gut an. Vielleicht bleibt ja auch einer für mich übrig. Gibt es denn sonst noch irgendein Highlight heute hier beim Umzug? Also da bleibt mit Sicherheit ein Martinsmännchen auch für Sie übrig. Und später gibt es auch für die größeren Kinder noch Glühweinausschank bei uns im Schulhof. Da sind Sie noch herzlich eingeladen. Da freuen wir uns doch sehr. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Was es später auch noch gibt, ist hier eine Band oder hier ist eine Musikkapelle mit dabei, die den Umzug musikalisch begleiten. Dann wird es später hier auch noch ein Martinssingen geben. Und da haben die Kinder auch schon fleißig geübt im Vorfeld, wurde mir verraten. Schon den ganzen Tag wurden Martins Lieder geübt, um hier mitzusingen. Und was ich auch noch super schön hier finde, um 18 Uhr, als der Umzug losging, wurden hier die ganzen Lichter in den Straßen ausgeschaltet, die Straßenlaternen wurden ausgemacht und die ganzen Bewohner hier in den Straßen haben auf ihren Fensterbänken Lichter platziert und Teelichter und deswegen ist hier alles super schön beleuchtet. Also es ist echt eine tolle Stimmung hier. Ja, die Stimmung kommt auf jeden Fall hier an. Danke dir, Michelle. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Lass dir den Beck auf jeden Fall schmecken.